kurze Info bezüglich des Mullenstreams. Aufgrund von mehreren Sachen, so von Studium, Ausbildung und Co., kommt es dazu, dass sich der Mullenstream verlegt auf den Sonntag zwischen 19:30 Uhr. Den Dreh haben wir uns intern entschieden. Es wird versucht, jede Woche zu streamen, aber es kann immer wieder sein, dass was dazwischen kommt. Das wird vorab immer wieder erwähnt im Discord, Link in der Videobeschreibung. Sie sehen sich als patriotische Jugendbewegung und treten ein für einen ethnisch und kulturell homogenen Staat. Die Anhänger der identitären Bewegung Deutschland. 600 gibt es bundesweit, Tendenz steigend. Für Bundesinnenminister Seehofer sind sie geistige Brandstifter, die unsere Demokratie abschaffen wollen. Diese Auffassung folgt nun auch der Verfassungsschutz. Die Bewegung wird offiziell als rechtsextremistisch eingestuft, da sie gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen. Ist die IB gefährlich? Eine Thematik, die häufiger zu Diskussionen führt, zumal wir dann klären müssten, was man unter gefährlich versteht. Für was gefährlich? Ich setze damit hinzu, gefährlich für den friedlichen Zusammenhang und für den sachlichen Diskurs. Wir gehen noch gar nicht so weit darüber zu spekulieren, ob die IB, wenn sie denn eine Machtposition erlangt, gefährlich ist. Wir gehen ausschließlich davon aus, in einem sachlichen Diskurs, ob die IB für das friedliche Beisammensein in einer Gesellschaft von Vor- oder von Nachteil ist oder sogar gefährlich sein kann. Gunnar Kaiser hat dazu drei interessante Videos gemacht. Das letzte auch nochmal personifiziert an Martin Sellner. Die kann ich empfehlen. Diese verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Wie ich zu der Annahme komme, dass die IB im friedlichen Beisammensein der Gesellschaft eine Gefahr darstellt, sollte klar sein. Ihre Strategie ist es, relativ harmlos zu wirken, die unsere Werte und Traditionen für eine multikulturelle Utopie opfert. Unser Europa liegt im Sterben. Unsere Zukunft ist bedroht. Was in anderen Ländern normal ist, wird von unseren Regierenden gefährdet. Identität ist kostbar. Wir werden uns dieser wieder bewusst. Wir sind verbunden durch über 1000 Jahre deutscher und europäischer Geschichte. Wir setzen die Kette fort. Ihr verhängt Denk- und Sprachverbote und etabliert den Granger Zeitgeist. Ihr verordnet uns Toleranz, Buntheit und Vielfalt, aber meint Selbsthass, Selbstverleugnung und Selbstabschaffung. Ihr liebt und fördert das Fremde und hasst und bekämpft das Eigene. Ihr wollt uns einreden, dass wir keine Identität haben und zu homogen sind. Wir sollen verdrängt und ausgetauscht werden. Ihr predigt die Vielfalt der Kulturen, doch betreibt ihre Zerstörung. Ihr sprecht von Freiheit und Selbstverwirklichung und schafft Egoismus und Gleichgültigkeit. Ihr macht Menschen zur Ware, Kinder zu Objekten und erklärt Geschlechter und Familien für überflüssig. Ihr redet von Europa, doch vergesst seine Völker. Ihr bevölkert unsere Heimat mit Fremden, die wir nicht verstehen. Ihr schafft euch ein neues Volk und macht uns zu Fremden. Wir fordern das Ende einer Politik, die uns das Anrecht auf unsere Identität und unsere Selbstbestimmung abspricht. Wir fordern ein Ende des Bildungssystems, welches in Scham und Selbsthass anerziehen will. Wir fordern das Ende des gesellschaftlichen Mainstreams, in dem der gesunde Menschenverstand der politischen Korrektheit weicht. Wir lassen uns nicht von den multikulturellen Dogmen disziplinieren. Wir stehen bereit für die Rückeroberung. Wir wollen unser Europa und nicht eure Union. Wir wollen keinen Stehplatz im Salon, sondern das Ende der Party. Wir sind die Jugend ohne Migrationshintergrund, die leben wohl und ihr Land noch nicht aufgeben hat. Eure Politik sorgt dafür, dass wir keine Zukunft haben werden. Wir aber wollen eine Zukunft für uns und unsere Kinder. Wir sind die europäische Jugend. Wir sind die identitäre Bewegung. Sie achten stets auf ihre Außenwahrnehmung, achten darauf, dass sie auf keinen Fall gewaltsam agieren. Trotzdem ist es im Netz
so die IB durchaus mit Beleidigungen um sich wirft und mit Diffamierungen und Kommentarsektionen zuspammt und Dislikes verteilt und das in Gruppierungen. Zeitgleich sind sie aufgrund des hohen linken Spektrums des Mainstreams durchaus in der Lage, sich auch in eine Opferrolle zu suhlen, womit sie auch mehr als genug Grund haben könnten, weil die EB durchaus in diversen Dingen eingeschränkt werden kann. Und diese übermoralisierte Art der Linken verhilft der IB eigentlich in dieser Opferrolle. Das Grundkonzept hat Gunnar Kaiser in seinen Videos sehr gut beschrieben, die Strategie hinter der IB. Womit ich mich eigentlich befassen möchte, ist die Frage, ob eine IB für den sachlichen Diskurs förderlich ist. Und da sage ich ganz klar nein. Die IB ist nicht interessiert an einem sachlichen Diskurs, an einem Austausch von Meinungen. Ziel ist keine Beteiligung am Diskurs, sondern sein Ende als Konsensform. Wir wollen nicht mitreden, sondern eine andere Sprache. Sie sind offensichtlich darauf aus, die Diskussion zu gewinnen, für ihre Werte einzustehen, ihre Werte zu vermitteln und zu verteilen, sich zu erweitern. Und wenn man sich ihre Ziele ganz genau anschaut, bedeuten diese Ziele auch eine radikale Wendung der Politik, zumindest realisiert werden sollten. Dann kann man aber auch durchaus nicht davon ausgehen, dass es eine liberale Politik wird und vor allem in keinster Weise eine wie jetzt. Gehen wir aber nur von der Diskussionsbereitschaft der IB aus, ist alles, was sie zunächst sagen, auf dem ersten Blick harmlos. Denkt man aber die Dinge weiter, wie man diese Dinge verwirklicht, sieht man, wohin diese Dinge führen würden. Und ähnlich wie andere idealisierte Bewegungen hat die IB nicht die Absicht, eine Diskussion zu verlieren. Man kann der Berichterstattung der IB in gewisser Weise einer Hetze gleichsetzen. Und ich nutze dieses Wort Hetze nicht wirklich gerne, weil mittlerweile alles als Hetze beschrieben wird. Wenn man in einem logischen Verhalten von einigen Problemen ausgeht, bezüglich der Flüchtlingskrise oder der sehr linken Agenda der Politik, dann gehe ich nicht direkt von einem Dritten Weltkrieg aus. Oder dass ich mir meinen Platz auf dieser Welt erkämpfen muss, als weißes Cis-Hetero. Die IB jedoch geht von einem Austausch aus, von einem Kampf, der uns bevorsteht. Und das geht weit tiefer hinein als nur bestimmte Problematiken, die die linke Agenda nicht unbedingt sehen möchte, weil alles, was schon Wagenknecht ist, auch rechts ist. Wenn ich ungemein davon ausgehe, dass es wichtig ist, in der Flüchtlingsfrage eine Ordnung zu halten und eine humane Politik zu gestalten, worin es keine Einzelfälle gibt, in dem offensichtlich die Gesellschaft zunehmend an Sorge hat, dass ihre Sicherheit nicht gewährleistet ist, dass Armut den Tag bestimmt und die soziale Ungerechtigkeit noch immer vorhanden ist, wo eine indirekte Beihilfe zu Schleppern als Seenotrettung definiert wird, wo bereits solche Gedanken als rechts gelten oder als Hetze, wo Islamkritik gleich Rassismus ist, wo das aktive Töten von Menschen auf Bahnhöfen schubsen heißt, wo man in Kitas über Schweinefleisch diskutiert, wo Parallelgesellschaften sich bilden, Familienclans am Gesetz vorbeileben, wo die Politik weitgehend es schafft, ihre Diäten zu erhöhen, aber die Rente der Allgemeingesellschaft in den Ruin treibt, wo Grenzen weiterhin offen sind und durchgängig Armut importiert wird, wo die Kommunen überfordert sind und der Sozialstaat belastet, wo Schulen überfordert sind, wo Personalmangel herrscht und ich dennoch für eine
multikulturelle Gesellschaft bin, nur eine geregelte Gesellschaft haben möchte, in Zufriedenheit aller und ohne unnötige Einzelfälle. Da bewege ich mich bei weitem nicht bei der IB. Also kann man zu der IB durchaus sagen, dass sie zu einem sachlichen Diskurs in der Form einer Einigung nicht nutzbar ist und in ihrer Art eher spaltet als verbindet. Also wird als rechtsextremistisch eingestuft. Warum genau? Na, man hat sich diese Bewegung jetzt 3 Jahre lang angeguckt. Seit Juni 2016 ist sie ein Verdachtsfall. Zum einen waren die Aktivisten teilweise eben schon aufgefallen als verfassungsfeindlich oder rechtsextremistisch. Zum anderen hat man vor allem in der Flüchtlingskrise gemerkt, dass ihre Agitationen gegenüber Flüchtlingen eben das überschreiten, was noch okay ist. Da hat man Angst vor Flüchtlingen gemacht und so weiter. Und dann hat man auch den theoretischen Überbau sich angeguckt, dass eben dort von einem Bevölkerungsaustausch geredet wird und so weiter. Und man hat gesagt, das geht auch unterm Strich nicht mehr mit der Menschenwürde einher. Und hat nach 3 Jahren Prüfung sozusagen jetzt beschlossen, die Hinweise, die es gibt, reichen aus, um zu sagen, ja, die identitäre Bewegung ist eine rechtsextremistische Gruppierung. Wie groß ist denn die Gefahr? Wie sieht Ihre Einschätzung aus? Also die Gefahr ist groß deswegen, weil es sich um eine ganz besondere Gruppierung an diesem Rechtsaußenspektrum handelt. Sie gelten als junge, kluge Gruppierung. Also sie distanzieren sich von diesen dumpfen Gruppierungen, die sozusagen sehr plump auftreten, sondern sie haben eben, wie ich es vorhin schon mal versucht habe zu erwähnen, mit diesem theoretischen Überbau, sind sie eben diejenigen, die da eben versuchen, argumentativ erfolgreich zu sein. Und da muss man eben gucken, wie erfolgreich sie damit sozusagen auch bei diesem rechten bürgerlichen Lager sind, ob sie es eben schaffen, da Leute für sich zu gewinnen. Ich glaube, am Ende muss man das sicherlich auch beobachten. Aber in jedem Fall kann man sagen, die zündeln. Wie gewaltbereit ist diese Gruppe oder als wie gewaltbereit wird sie eingestuft? Zum jetzigen Zeitpunkt sind sie nicht gewaltbereit oder fallen nicht durch Gewaltaktionen auf. Wie gesagt, das passt ja auch in dieses Schema, sich eher als die junge, moderne Gruppierung unter den Rechtsextremisten zu behaupten. Insofern bislang keine Gewaltaffinität zu erkennen. Unser Ziel ist keine Beteiligung am Diskurs, sondern sein Ende als Konsensform. Wir wollen nicht mitreden, sondern eine andere Sprache. Alles Huren außer Gabrischka.